Am Dienstag waren vor allem die Tech-Aktien im Nasdaq unter Druck gekommen. Gestern sah alles nach einem ziemlich saftigen Konter der Bullen aus, aber dieser Konter ist dann weitgehend verpufft zum Handelsende hin, ist nicht mehr wirklich viel passiert. Also die Bullen haben diesen Gegenschlag nicht schaffen können, diese Tatze, die so ein bisschen eine Wunde geschlagen hat, die Bären da dem Markte zugefügt haben, das konnten die Bullen nicht wirklich kompensieren. Damit bleiben wir in einer interessanten charttechnischen Konstellation, die ich Ihnen gleich zeigen werde. Aber schauen wir uns zunächst mal an, was da eigentlich der Fall war. Wir haben den Dow Jones, der gestern wieder ein Allzeithoch erreicht hat. Wie gesagt, ein Index, den man nicht wirklich ernst nehmen kann aufgrund seiner Preisgewichtung, relativ willkürliche Zusammensetzung. Okay, aber manche schauen halt drauf. S&P 500 fast unverändert, Nasdaq doch wieder im Minus geschlossen. Wir sehen, dass auch die Small Caps leicht im Minus waren und der VIX auch leicht im Minus. Wir haben dann diese klassischen Reopening Stories gestern wieder gehabt in den Sektoren. Energie, Materials, Financials, Industrials waren stark. Also all das, was bei einer Öffnung der Wirtschaft normalerweise besonders stark profitieren sollte. Und diese Sektoren haben profitiert, obwohl wir in letzter Zeit relativ maure Konjunkturdaten aus den USA gesehen haben. Sowohl der ISM-Einkaufsmanager-Index Gewerbe als auch Dienstleistungsschwächer, ADP-Arbeitsmarktbericht schwächer, also der City Economic Surprise Index, ich hatte es gestern Abend gezeigt, der weist doch relativ eindeutig nach unten, was diesen Gedanken eines massiven Booms durch Reopening der Wirtschaft so ein bisschen konterkariert, aber sei es drum, die Märkte spielen, was sie spielen. Energie natürlich wieder gestern der beste Sektor. Schauen wir uns mal den S&P 500 an, hier in Gestalt des Spiders, also des maßgeblichen S&P 500 ETFs, dann sehen wir, wir haben gestern eine Unterstützung angelaufen, die haben wir gehalten. Dann sind wir nach oben gelaufen, haben direkt das Abwärtsgap nochmal erreicht, sind dort aber wieder gescheitert. Sehr technische Ranges also hier beim S&P 500. Und wenn wir uns mal das Handelsvolumen anschauen im Spider, also in diesem maßgeblichen ETF für den S&P 500, keine 40 Millionen. Das ist einer der geringsten Werte, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Sonst eigentlich an Feiertagen nur der Fall, wo die Wall Street dann trotzdem auf hat, aber keiner guckt hin, es bewegt sich wenig. Wir hatten am Dienstag, als es ein bisschen mehr zur Sache ging, vor allem im Tech-Sektor, hatten wir 100 Millionen Kontrakte, die gehandelt wurden. Gestern nicht mal 40, das ist mit Abstand das geringste, was wir in diesem Jahr gesehen haben. Also da ist jeder, der gehandelt hat, gewissermaßen mit Handschlag begrüßt worden, könnte man überspitzt formulieren. Also extrem geringes Volumen. Diese Geschichte gestern, die hatte damit nicht wirklich viel Aussagekraft. Wir sehen aber auch charttechnisch interessante Konstellationen beim Nasdaq hier, das Triple Q ETF. Da sind wir ja nach unten ausgebrochen aus dieser Schiebezone und sind gestern genau wieder rangelaufen und an der unteren Kante abgeprallt. Das sind interessante Beobachtungen. Wir müssen also, wenn wir diesen Schaden reparieren wollen, wenn die Bullen diesen Schaden reparieren wollen, dann müssen wir wieder in diese Zone rein. Das ist der entscheidende Punkt, um das vergessen zu machen. Aber insgesamt sehen wir eins. Seit Biden seine Stimuluspläne durchgebracht hat, sehen wir eins, es sind vor allem eben die klassischen Werte, die davon profitieren, also eben diese Broader Economy, die vor allem im Dow Jones natürlich enthalten ist, also die klassischen Industrien, die laufen deutlich, deutlich besser. Wie gesagt, Dow Jones gestern ein Allzeithoch. Wir sehen auf der anderen Seite, dass der Nasdaq offenkundig schwächer ist. Das ist hier der dunkelblaue Graph, oben der Dow Jones Industrials, in der Mitte der Nasdaq und ganz unten sehen wir ARK Innovation ETF, also das Produkt von Cathie Wood. Da sind ja viele Unternehmen drin, die auch jetzt nicht so fürchterlich profitabel sind, ungemein innovativ, aber halt nicht profitabel, gell? Das ist in Zeiten, wo die Euphorie groß ist, egal. Und wir haben ja lange gesehen, wie stark diese unprofitablen Werte gestiegen sind. Aber wir sehen eigentlich anhand dieser Performance der unprofitablen Tech-Unternehmen, die jetzt gut 30% gefallen sind von ihrem Hoch, dass da schon eine gewisse Risikoaversion offenkundig eingesetzt hat. Hier sehen wir mal in der unteren Grafik den S&P Equal Weight, also
equal weighted, also praktisch, wo jedes der 500 Unternehmen gleich gewichtet ist, keine Dominanz entsteht, wie durch Apple, Amazon, die ja sonst ein Vielfaches auf die Waage bringen, wie viele andere Unternehmen. Jedenfalls sehen wir, dass hier der ARK ETF deutlich abstürzt, dass also man jetzt diese vor allem unprofitablen Tech-Firmen abstraft in gewisser Weise, während auch die großen Tech-Werte jetzt nicht mehr so toll laufen. Amazon, Apple, trotz dieser gigantischen Zahlen, die wir hier gesehen haben. Woran könnte das liegen, dass der Nasdaq nicht so gut läuft? Da haben wir eine interessante Situation, eine interessante Beobachtung hier durch MarketWatch. Nämlich, es sind die Boomer, die sich offenkundig jetzt aus diesen Tech-Werten verabschieden, die starke Gewinne realisieren, weil sie fürchten auch ein bisschen diese Anhebung der Kapitalertragssteuer auf der einen Seite, aber diese Boomer, diese Baby-Boomer, die ziehen sich auch offenkundig jetzt aus dem Berufsleben zurück. Wir haben jetzt derzeit eine Situation, wo so viele dieser Boomer sich jetzt aus dem Arbeitsleben verabschieden wie noch nie. Und das bedeutet, die wollen jetzt ein bisschen risikoaverser vorgehen. Die sitzen, wie gesagt, auf dicken Gewinnen, je länger sie schon investiert sind, vermutlich in diesen Tech-Werten und sagen sich, okay, ich höre jetzt auf zu arbeiten. Da will ich jetzt die Risiken ein bisschen reduzieren, nehme jetzt mal die Chips vom Tisch. Das scheint eine auch demografisch sehr interessante Beobachtung zu sein. Aber schauen wir uns mal an, Value gegen Growth, also traditionelle Werte, wenn man so will, gegen diese Wachstumswerte. Wir haben eine ähnliche Konstellation wie damals im Jahr 2000. Damals war auch Value ziemlich verprügelt, dann kam das Platzen der Dotcom-Blase. Daraufhin sind Tech-Werte noch deutlich stärker gefallen als Value-Werte. Deswegen geht hier diese Grafik nach oben, aber nach unten ging es für beide Sektoren oder für beide Kategorien, aber eben für Tech deutlich stärker. Hier sehen wir jetzt, dass der Hochpunkt lang überschritten ist. Offenkundig hier für der Tiefpunkt bei Value erreicht ist. Wir haben jetzt eine ähnliche Konstellation. Kann jetzt Value ausbrechen in Relation nach oben? Das ist die entscheidende Frage, weil zum Beispiel die Renditen steigen für Staatsanleihen. Darauf reagiert der Nasdaq ja normalerweise empfindlich. Insgesamt sehen wir, dass wir in der besten aller Welten leben, was jetzt die US-Berichtssaison betrifft. Wir haben die sogenannten Triple Plays, also das, was die Amerikaner bezeichnen, wenn ein Unternehmen nicht nur einen höheren Umsatz hat, einen höheren Gewinn pro Aktie hat als erwartet, sondern eben auch die Guidance anhebt, also den Ausblick anhebt. 15,2% aller Unternehmen haben das gemacht. Der Durchschnitt der letzten 10 Jahre betrug 5,1%, also eine deutliche Outperformance. Und das, obwohl die Analysten ausnahmsweise mal vor dieser Berichtssaison ihre Erwartungen eher angehoben hatten. Das ist erstaunlich. Allerdings, wenn man natürlich jetzt die Gewinne oder die Umsätze etc. damit vor der Corona-Krise vergleicht, dann ist das natürlich auch jetzt nicht so bombastisch. Da sind ja auch Vorjahresvergleiche, Basiseffekte der Fall. Das muss man mitdenken. Aber übergeordnet für die Märkte wichtig, und das könnte auch der Grund sein, warum jetzt die Tech-Werte nicht so laufen. Janet Yellen hat ja diesen Kardinalfehler gemacht. Du darfst nicht Jehova sagen, wie im Leben des Brian, Jehova, 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 dann wirst du sofort gesteinigt. Und Janet Yellen hat eben das böse Wort Zinsen gesagt, Zinsanhebung, uiuiuiuiuiui. Und dann mussten natürlich sofort alle Fed-Speaker sofort auf die Bühne. Sie hat nicht Zinsanhebung gesagt, sie hat es gar nicht so gemeint. Erstmal ist sie selber auf die Bühne gegangen. Nein, nein, ich habe doch gar nichts prognostiziert. Ich prognostiziere niemals etwas, hat die Janet gesagt. Und dann kam die Fed-Speaker, wir werden die Zinsen also... die Wirtschaft ist ja noch lange nicht so weit, gell? Also überhaupt nicht. Ne? Da muss ja noch viel mehr Luft in die Blase rein, damit man dann über Zinsanhebungen nachdenken könnte. Also das ist sozusagen jetzt das Problem der Märkte, die dunkle Wolke am Horizont. Jedes Mal, wenn da irgendwas kommen wird in Sachen Tapering, in Sachen Zinsen, in Sachen Inflation, dann werden die Märkte ein bisschen zucken. Und Inflation ist eben jetzt das Thema. Jetzt hat Marko Kolanovic, extrem beachteter Analyst, wenn man so will, von JP Morgan, hat gesagt, die meisten sind unvorbereitet auf das, was jetzt kommt, nämlich ein starker Anstieg der Inflation. Viele hätten das nie erlebt. Er rechnet mit einem starken Anstieg der Inflation und geht daher davon aus, dass man sein Portfolio jetzt umstrukturieren muss. Und Kolanovic hat dann an Wall Street einiges zu melden. Da werden sich viele
danach orientieren. Und kürzlich war ein YouTube-Kommentar, den jetzt nochmal jemand auf Finanzmarktwelt als Kommentar gehighlightet hat, der das, glaube ich, wirklich auf den Punkt bringt, welche Inflation hier gemeint ist. Und dieser Kommentar sagt, ja, wir müssen da zwischen drei Arten von Inflation unterscheiden. Wir haben erstmal, und das ist derzeit der Fall, noch eine Assetpreisinflation, gar keine Frage, durch das, was die Notenbanken hier gemacht haben, vor allem in Reaktion auf die Finanzkrise, aber im Grunde schon seit Ende der 80er Jahre, dass man hier die Assetpreise nach oben getrieben hat. Diese Assetpreisinflation schlägt nun um auf die Rohstoffmärkte, weil es keine Alternativen mehr gibt. Richtig, man kauft also jetzt Sachwerte. Man versucht in Güter zu flüchten, wenn man so will. Wir hatten in den 70er Jahren eine andere Art von Inflation, damals ja Ölkrise, durch die Lohnpreisspirale. Da sind die Löhne deutlich gestiegen, die Unternehmen mussten ihre Kosten anheben, mussten ihre Preise anheben, haben teilweise Arbeitnehmer entlassen, weil das eben der dominante Kostenfaktor war. Und wir haben die letzte Inflation, die der Kommentator hier beschreibt, wie in den 1920er Jahren. Nämlich eine Inflation, wo das Gelddrucken aus dem Ruder läuft und die Menschen eben das Vertrauen in dieses Geld verlieren. Und wir sind möglicherweise jetzt im Übergang von der Assetpreisinflation in diese letzte Stufe der Inflation des Vertrauensverlustes. Zumindest wird das in Frage gestellt und das macht die Gefährlichkeit dieser Situation aus. Warum ist das so? Warum agieren die Notenbanken so? Naja, sie versuchen letztendlich diese Wohlstandsillusion aufrechtzuerhalten, um eine reinigende Rezession zu verhindern. Genau das ist der Punkt. Es darf keinen Abschwung mehr geben, dann wäre alles ja so furchtbar dramatisch. Das darf nicht passieren, wir dürfen keine Schmerzen aushalten. Aber dann werden wir halt auch nicht gesund, wenn der Körper nicht gegen diese Probleme agieren kann, gegen eine Infektion agieren kann und stattdessen ständig mit Medikamenten vollgepumpt wird. Das ist sozusagen bildlich das, was derzeit mit den Notenbanken passiert. Dann wird es eben schwer, dass der Organismus sich wirklich erholt. Finde ich eine sehr, sehr gute Charakteristik hier, diese Unterscheidung zwischen einer Lohnpreisspirale, die wir in den 70er Jahren gesehen haben, Assetpreisinflation, die wir jetzt sehen und der mögliche Umschlag in eine absolute Vertrauenskrise, wie wir sie eben dann schon gesehen haben. Und wir sehen, dass angesichts dieser Notenbankpolitik jetzt zum Beispiel die amerikanischen Banken die Kreditvergabe, die Lending Standards deutlich gesenkt haben. Da kann also jemand, der eine Bonität mit minus 320 hatte, der kriegt problemlos wieder eine schöne Kreditkarte, der kann sich ein Auto kaufen. Also wir sehen, das ist immer dasselbe Muster. Wenn die Leute euphorisch sind, dann wird die Kreditvergabe ausgeweitet, dann überhitzt die ganze Geschichte, dann kommt ein Bums und dann wird man restriktiv. Man wird nicht restriktiv, wenn es Zeit ist, restriktiver zu werden, sondern man wird erst dann restriktiv als Bank, wenn man es muss. Und wir sehen diese Assetpreisinflation, vor allem derzeit bei Lumber, bei diesem Bauhaus. Jedes Haus, das gebaut wird, durchschnittlich 36.000 Dollar teurer als noch vor wenigen Monaten, eben weil Lumber so explodiert. Gold dagegen hat diese Explosion, wenn man so will, schon vorher gehabt. Das ist ein sehr langer Chart. Vielleicht ist das ein Grund, warum Gold nicht so toll reagiert, obwohl wir ja diese Inflationssorgen haben. Manche attackieren mich dann, wenn ich das beschreibe. Ich habe überhaupt nichts gegen Gold, aber die sagen dann, ja, das sei doch ziemlich übel von mir. Wir werden alle schon sehen, was da mit Gold passiert. Das wird durch die Decke gehen. Kann gut sein. Ich habe überhaupt nichts gegen Gold. Im Gegenteil, ich denke, das ist physisch vor allem eine gute Absicherung. Aber sei es drum, hier das nur mal gezeigt, dass Gold möglicherweise eben diesen großen Sprung schon vorher gemacht hat. Wir sehen die Inflation in the making, die Rohstoffpreise sind eben jetzt, dieser Überschlag von der Assetpreisinflation in die Rohstoffmärkte scheint derzeit der Fall zu sein. Lumber erstmals über 1500 Dollar, Kupfer erstmals über 10.000 Dollar, gestern WTI-Öl über 66 Dollar. Wir sehen also ein neues höchster Stand. Seit vielen Jahren, ich glaube seit 2011. Schauen wir uns mal die Preisentwicklung bei den Rohstoffen an. Lumber 347%, also Bauholz, Crude 150% knapp, Gasoline, Benzin 140% etc. Ganz unten Gold plus 4%. Silber dagegen deutlich besser oder deutlich stärker mit plus 76%. Also Gold kommt nicht so richtig in Quark. Wir sehen auf der anderen Seite auch, dass aus diesen Precious Metals, also aus den Edelmetallen, Geld abgezogen wird, wie hier Geldströme aus den USA vor allem zeigen in Sachen ETFs. Da wird investiert vor allem in Agriculture, also
Agrarrohstoffe, wenn man so will. Es wird aber auch Geld abgezogen aus Energierohstoffen und wir haben vorhin ja gesehen, Energie läuft derzeit schlichtweg am besten. Man sagt sich, okay, wir gehen generell in Rohstoffe broad-based rein. Das ist sozusagen das Mantra der Stunde und in Industriemetalle. Das ist derzeit sozusagen der Trend. Und abschließend vielleicht noch, nachdem es ja lange ruhig war in Asien, Japan, China mit Feiertagen, heute haben sie wieder losgelegt. Wir sehen, dass hier der Konflikt zwischen Peking und Australien ein bisschen zu eskalieren scheint. Man hat hier die diplomatischen Kontakte in Sachen strategischer Economic Dialogue, also man hat hier einen Wirtschaftsdialog gehabt, der ist jetzt von den Chinesen sofort abgebrochen worden. Die Spannungen nehmen zu zwischen Australien und Kanada. Dann diese ganze Taiwan-Geschichte, USA, China. Jetzt hat auch die EU ja bestimmte dieses Abkommen mit China, dieses Investitionsabkommen, erstmal auf Eis gelegt. Also hier scheint sich die ganze Geschichte deutlich einzutrüben. Wir haben einen Block, China, Russland, Iran, und wir haben einen anderen Block, den Westen. Das dürften Themen der Zukunft sein. Thema der Gegenwart ist allerdings, was machen die Märkte jetzt? Wir haben gestern, oder die Bullen haben gestern den Konter eingeleitet, aber dann nicht zu Ende gespielt, kann man sagen. Man hat dann abgebrochen, jetzt liegt der Ball wieder im Mittelfeld, das Spiel ist noch nicht entschieden. Übergeordnet sehen wir schon, nach meiner Auffassung, vor allem bei den Tech-Werten und vor allem bei den unprofitablen Tech-Werten, dass da schon ein bisschen Sand im Getriebe ist. Aber stocks always go up, meine Damen und Herren. Das wissen Sie ja besser als ich. Ich wünsche einen wunderbaren Donnerstag. Bis dann. Ciao.